Sie brauchst du eigentlich nicht. Und dafür Okay, ist er können wir, gut. ist machbar. Er hat aber einen Innenverteidiger auf der Mittelfeldposition, alles klar. Na? Ja, aber der Innenverteidiger ist wahrscheinlich Der nicht geil. Innenverteidiger war eine gute Karte, aber er gehört gar nicht hin. Na? Er hat einmal ein Premier League Stadion, warum denn nicht? Na? Wir spielen die ganze Zeit in einem dreckigen Food-Stadion und er hat einfach ein Premier League Stadion. Na? Na? Gehalten, Szene geht weiter. Ja, wer ist er denn? Ballgewinn, gefährliche Position. Tor. Da hat er die Chance. Ich frag mich, wie er da plötzlich schneller war. Ich bin vor komplett gesprintet, aber okay, Bro. Ja, Jesus. Es geht weiter. Jesus. Jesus. Ja, ganz er ist so krass, Typ. Gabriel Jesus. Sieht gut aus, sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Gabriel Jesus, macht er den? Da passt der Schulter auf. Evan Dika. Ricardo Horta. Ja, geht gut dazwischen. Sehr gut gemacht von Thiago Silva. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Die Nutmegs jetzt mit dem Angriff. Gabriel Jesus. Klasse Timing hier, gut dazwischen gegangen. Super Aktion, tolle Technik. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Er will jetzt den Ball. Chance für Gabriel Jesus. Schön gehalten, aber Ball weiter im Spiel. Dembele. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Gabriel Jesus, macht er den! Ja, er ist so krass, ne? Und mit dieser Führung im Rücken, da können wir Premier League Stadion. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Er geht energisch dazwischen. Gabriel Jesus. Abgepfiffen, das war abseits. Houssem Aouar. Dembélé. Ja. Ist es denn zu fassen? Dembélé schlägt den Ball herein. Hä, da habe ich gar nicht hingezielt, du Schwanz. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus ist das. Abgepfiffen, abseits. Dembélé. Er geht schön dazwischen. Die Nutmegs jetzt mit dem Angriff. Na, jetzt müssen sie aufpassen.
Genau, was anderes außer Abseits. Hussein Aouar. Dembélé. Dembélés Zuspiel wird abgefangen. Lema. Oh, da ist er durch. Und sie kämpfen sich tatsächlich zurück in dieses Spiel. Noch ein Tor. Noch ein Tor bis zum Unentschieden. Ja, und das soll auch noch fallen. Jetzt steht hier 2:1. Eine enge Kiste. Ist hier immer noch am Ball. Und da wäre sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Luis Muriel. Chance für Gabriel Jesus. Sie können erstmal blocken, aber weiter Gefahr. Aus nächster Nähe scheitert er. Aber das Lob gilt natürlich dem Keeper. Da macht er zu, macht dicht und lässt nichts anbrennen. Das war sie, die Riesenchance. Aber wir sehen es, kein Tor. Ja, das kann dem Trainer nicht schmecken. Nö. Hussein Aouar. Hussein Aouar. Hussein Aouar. Hussein Aouar. Phil Foden. Weiter die knappe Führung und wir hören es. Ricardo Horta. Ballert er in den Winkel. Was mit der knappen Führung? Wir müssen noch mal kurz wieder um. Hammond. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2:2. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Nachspielzeit wird angezeigt, 1 Minute. Die Fahne ist oben abseits, aber das war richtig knapp. Ich weiß. Gabriel Jesus. Starker Zweiger. Gabriel Jesus. Beide Teams sehen. Sind gut drauf. Jeweils 2 Treffer in der ersten Hälfte. Kann sich sehen lassen. Es schien ja alles ganz gut zu laufen. Das Ergebnis stimmte aber. Sag nur das Thumbnail von unserem YouTube-Kanal, Digga. Checkt auf jeden Fall mal den YouTube-Kanal ab. Sogar schlecht. Das Thumbnail, ne? Ja, dieses Bild da. Weißt du, was ich meine? Ja, bevor du das irgendwann mal gemacht hast. Ja, ja, ja. Alter, das ist so cringe, dieses Bild. Weißt du das eigentlich? Ja, du auch cringe. Was soll ich? Ich hab da. Yo, los geht's. Die zweite Hälfte im Villa Park. Weißt du, was auch Quatsch ist? Er hat einen er hat einen Villa Park als Foodstadion. Du hast nur das normale Stadion. Das ist Quatsch. Dass du noch kein anderes Stadion hast. Das sieht vielversprechend aus. Jetzt die Chance. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Ein hechtender Klassekeeper. Clément Longley. Da ist Thiago Silva. Immer wieder diese schnellen Pässe. Sie arbeiten sich so langsam in Richtung Tor. Er wartet gerade darauf, dass er mal mitkommt. Rabiot. Ricardo Horta. Pfosten. Eine super Leistung in Durchgang 1 von ihm. Ja, der ist heute wirklich in überragender Form, enorm aktiv und man sieht mal wieder, wie wichtig er für seine Mannschaft ist. Der Ballverlust. Man sieht mal wieder, wie wichtig für eine Mannschaft ist. Der Ballverlust. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Vielleicht war da ein Boateng drin. Beim Ballbesitz ist es ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Beim Spielstand natürlich auch, offensivfreudig, beide Trainer lassen nach vorne spielen. Er muss doch sitzen, oder? Nein, muss er nicht. Hast du ihn drin gesehen? Nein, muss er nicht sitzen. Er muss auf der anderen Seite sitzen. Na? Ricardo Horta, die Terriers in der Offensive. Dembélés Zuspiel wird abgefangen. Lema. Klasse Technik.
Den Zweikampf führt er sehr gut. Ricardo Horta. Da ist der Ball weg. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Gabriel Jesus. Traoré. Chance zur Flanke jetzt. Ball kommt. Da stand der Assistent gut. Abseits. Lema. Kusem Aua. Sie holen sich den Ballbesitz. Rabiot. Ricardo Horta. Die Terriers mit dem Angriff. Da trennt er ihn vom Ball. Ball erstmal. Da hat er den Terrier vom Ball getrennt. Indem er per Hechtsprung noch rangekommen ist. Er hat was dagegen. Ja, du hast dich gebobbert. Lema. Dembele. Und er gibt Elfmeter. Digga, kriegst du eigentlich gefühlt in jedem Spiel in der Elber? Das ist so dumm. Das kann jetzt die Führung werden. Wird sie auch. Okay, das wäre ich so gebrochen, wenn ich so eine Scheißaktion mache und den Elber dann schalte, der Hacke war eigentlich. Na, du hast jedes Mal den Kack-Elber und bisher hat ihn nur einer gehalten, ne? Ja. Ich hatte auch bisher nur drei. Ich weiß. Hab doch gesagt, du hast jedes Mal den Kack-Elber und einer hat ihn gehalten bisher. Ich weiß, dass es insgesamt nur drei waren. Schnell und richtig, er gibt Vorteil. Rabiot. Lema. Der Ball kommt. Oder auch nicht. Der Ball geht erstmal wieder. Hussein Aoua. Hussein Aoua. Da muss er hin. Wir müssen noch mal kurz zu Aoua spielen. Super Aktion, das ist die Balleroberung, unwiderstehlich. Zumindest bisher. Ohne große Mühe den Ball abgefangen. Rabiot. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Traoré. Ballbesitz bei Boateng. 8 Minuten jetzt noch. Phil Foden, Muriel. Vielleicht jetzt immer noch dieser knappe Rückstand. Könnte der Ausgleich sein. Der geht an die Latte und zurück ins Feld. Ja, wie kann es denn auch anders sein? Sie sind zurück im Laden. Jesus. Ja, Jesus hat den Ball sich noch geholt. Ja, zunächst die Abwehr, aber dann fällt es. Sie werden hier wechseln. Damit habe ich wirklich nicht mehr gerechnet. Sie schaffen hier wirklich noch den Ausgleich. Chance vertan. Die Kugel ist weg. 4 Minuten sind noch zu absolvieren hier. Da ist noch Zeit für 4 Tore. Tolle Parade. Aber Gefahr ist noch nicht vorbei. Was? Ja, was für eine Parade. Sonderlob an den Keeper. Das Spiel weiter offen. Unglaublich. Und jetzt erleben wir hier den Wechsel. Pass wieder zurück zur Ecke und das ist abseits. Da wollen sie es besonders clever machen, aber das geht schief. Abseits. Gar keine gute Aktion. Gutes Tackling. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten oben drauf. Vielleicht die Führung jetzt. So ist gut. Muss mich nicht gleich deswegen kaputt hauen, aber so ist gut. Die Nutnecks, oder was hat er gerade gesagt? Ich rede jetzt schon die ganzen Spiele darüber, wie der Name heißt. Ja?
Ja, der ist noch ein 5 zu 3, was da sehr los. Ja. Ist jetzt abgepfiffen. Schon über eine Minute drüber. Digga, am Anfang, erste 20 Minuten, er hat war so krass. Horta ist so eine Legende, Mann, ich liebe ihn. Stell mal vor, Horta unten und Naido vorne im Sturm. Digga. Wenn er irgendwie noch gespannt wird, das was. Alter, ich hab seine Ehre genommen. Komplett. Also, ich hab genug Geld sammeln, dann kannst du dir auch Naido in den Sturm stellen. Bro, was? Alter, Hälfte übrigens geschafft.